Dresden vor nunmehr 3 Tagen. Der bewegende Abschied von Hans-Jürgen Dixi Dörner. Im Stadion auch die aktuelle Dynamo-Mannschaft komplett vertreten. Vielmehr aber auch die Mitspieler von einst, Familie, Freunde und Weggefährten. Alle vereint im Gedenken an den Mann mit der Nummer 3. Deshalb auch die Trauerfeier an diesem 3.3. Nie zuvor hatte es im Ostfußball Vergleichbares gegeben. Es ist immer noch unvorstellbar, weil die Bilder ganz einfach noch so präsent sind. Ne? Von den vielen Begegnungen, von den vielen Jahren. Und das wird seine Zeit brauchen. Ralf Minge und Dixi Dörner waren seit über 40 Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen miteinander verbunden. Ich verneige mich vor einem überragenden Fußballer, einem außergewöhnlichen Menschen, einem wahren Anführer und der großen Clublegende der SG Dynamo Dresden. Danke für alles, Dixi. Bemerkenswert ein Auszug aus der Rede des Präsidenten. Er endet mit einer Entschuldigung, die sich auf die Nachwendezeit von den späten 90er Jahren bis hin zu Dixi Dörners Rückkehr zu Dynamo als Aufsichtsrat bezieht, als der Clublegende alles andere als ein Gefühl der Wertschätzung entgegengebracht wurde. Phasen, in denen einzelne handelnde Personen wenig respektvoll mit ihm umgegangen sind. Das muss ihn wiederholt sehr gekränkt haben. Und auch, wenn er diese Demütigungen selbst mit Würde ertragen hat, möchte ich sie heute nicht unerwähnt lassen. Stellvertretend bitte ich im Namen unserer Sportgemeinschaft unseren Dixi, seine Familienmitglieder und nächsten Angehörigen dafür in aller Form um Verzeihung. Diese Geste sprach dem einen oder anderen Weggefährten von Dixi Dörner aus dem Herzen, denn für den Ostfußball begannen mit der Wende äußerst schwierige Zeiten, nicht nur in Dresden. Und erst seit ein paar Jahren ist die Bewahrung der eigenen Tradition wieder zu einem wichtigen Thema geworden. Nicht nur Ralf Minge empfand die Anteilnahme nach dem Ableben der Libero-Legende als überwältigend. Er gibt aber auch zu bedenken, ich stelle mir dann immer die Frage, hätte es nicht an der einen oder anderen Stelle auch zu Lebzeiten schon mehr Wertschätzung gebraucht, weil er erwiesenermaßen ja für den Verein, aber auch für die Stadt und die Region ein Botschafter war, weil er unfassbar viel geleistet hat. Und nun diskutiert man in Dresden. Wird Dixi Dörner doch noch zum Ehrenbürger der Stadt? Oder bekommt eine Straße am Stadion bzw. am Trainingszentrum seinen Namen? Ob es letztendlich dann die Dixi Dörner Allee ist hier am Stadion, wo ein sehr enger Bezugspunkt sicherlich da wäre, ob es die Ehrenbürgerschaft ist, was einem irgendwo schon wehtut auch, dass es halt mehrere Jahre in der Schublade geblieben ist. Ja, ich glaube, da sollten sich alle Gedanken machen, um dort dieses Andenken angemessen zu würdigen und das auch nicht zu zerreden, sondern auch zeitnah umzusetzen. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Nicht nur für Ralf Minge war Dixi Dörner mit seiner Art Fußball zu spielen und mit seinem Auftreten ein Botschafter für Dresden im besten Sinne. Eine Würdigung in der beschriebenen oder vergleichbaren Form wäre deshalb nicht nur verdient, auch längst überfällig. Der optimale Zeitpunkt wäre sein 70. Geburtstag im vergangenen Jahr gewesen.